November 1918. Der Erste Weltkrieg endet, das Deutsche Kaiserreich fällt auseinander. Der Sozialdemokrat Friedrich Ebert wird erster Reichspräsident der Weimarer Republik. Er will einen Bürgerkrieg verhindern. Rosa Luxemburg, ebenfalls Sozialdemokratin, kämpft für eine radikale Revolution. Sie wird Eberts größte Feindin. Man könnte meinen, auf der einen Seite eine Extremistin, bereit für die Sache des Volkes Blut zu vergießen, und auf der anderen ein Staatsmann, der dem Land Frieden bringen möchte. Doch der Schein trügt manchmal. Halt, stopp! Inwiefern trügt hier der Schein? Rosa Luxemburgs Ideale, Rosa Luxemburgs Ziele sind mitnichten freiheitlich demokratisch, sondern Rosa Luxemburg war eine Anhängerin sozialistischer Gruppierung. Sie war nicht ganz so radikal wie Lenin, das kann man sagen, nein. Aber sie lehnte die Weimarer Republik ab. Sie wollte eine Republik, die in Richtung Lenin ging, auch wenn ihr Lenin zu hart war. Und der Spartakusaufstand vom Januar 1919, an deren Spitze sie und Karl Liebknecht standen, hatte das Ziel, die Weimarer Versammlung zu verhindern, die die Verfassung für die Weimarer Republik schreiben wollte. Auch hier muss man dazu sagen, Rosa Luxemburg hatte gar nicht die Absicht, diese verfassungsgebende Versammlung zu verhindern. Aber die anderen, an deren Aufstand sie sich beteiligt hat, eben schon. Und Friedrich Ebert ist zwar kein Engel, aber er ist vom letzten Reichskanzler des Kaiserreichs zum rechtmäßigen Nachfolger ernannt worden. Und Friedrich Ebert hatte große Angst, dass aus der Novemberrevolution auch so eine Revolution wie in Russland wird. Und wenn dann am Ende solche Leute wie Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg zur Revolution blasen, ist das ja auch kein Wunder gewesen. Also diese Sorge erschien ja nicht unberechtigt. Auch wenn Friedrich Ebert die Größe dieser Bewegung ein bisschen überschätzt hat. Es gibt noch mehr unschöne Sachen, die damals zwischen November 1918 und Frühjahr 1919 geschehen sind. Aber dazu komme ich jetzt noch. Aber ich sag gleich mal vorweg, ich bin von dieser Vorrede zu dieser Reportage von Arte enttäuscht. Ich würde von einem Bildungssender wie Arte erwarten, dass er die Geschichte hier nicht so einseitig darstellt und dass er eigentlich auf Seiten der Demokraten oder der Liberalen stünde. Und das war nicht Rosa Luxemburg. Ich würde von Arte erwarten, dass er nicht nur Klischees hier über Rosa Luxemburg bedient. Die Frau ist verklärt genug. Die Frau wurde genug verklärt. Man müsste aufklären. Auch wenn man an Friedrich Ebert ebenfalls nicht alles gutheißen muss. Und dazu werde ich aber noch kommen. Jetzt lasse ich es mal weiterlaufen. Doch der Schein trügt manchmal. Polen 1871. Die kleine Rosa wird in eine Familie des jüdischen Bürgertums geboren. Sie wächst in der Kleinstadt Zamość auf. Später zieht sie mit ihren Eltern nach Warschau, damals unter russischer Herrschaft. Durch die falsche Behandlung eines Hüftleidens wird sie ihr Leben lang leicht hinken. 1881. Das russische Reich ist von staatlichem Antisemitismus geprägt und Rosa erlebt die antijüdischen Pogrome in Warschau. Sie ist entsetzt über diesen Gewaltausbruch und erkennt, dass gegen Ungleichheit und Brutalität etwas getan werden muss. Aber was? Als junge Frau und Jüdin in einem ultrakonservativen russischen Imperium? Sie wandert aus. 1889 reist die 18-jährige Rosa allein in die Schweiz, nach Zürich. Sie studiert Jura und Staatswissenschaften. Ihr Standardwerk ist Das Kapital von Karl Marx. Was für ein Haufen Scheiße. Einschub von meiner Seite hier gleich. Dieser ganze biografische Teil hat jetzt nur mindere Bedeutung für das Problem, um das es hier eigentlich geht. Aber ich lasse es laufen, weil ich der Meinung bin, diese Informationen machen dieses Video interessanter. Und diese Sachinformationen sind ja vollkommen richtig. Warum hat Rosa Luxemburg in der Schweiz studiert? Antwort, weil man in vielen europäischen Ländern als Frau damals nicht studieren konnte. Ich meine, sie hätte ja auch zum Beispiel nach Deutschland gehen können und nicht gleich in die Schweiz, was viel weiter weg gewesen wäre. Aber man konnte halt nur in der Schweiz oder in Frankreich als Frau studieren. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht noch ein paar andere Orte in Europa gegeben hätte, wo das auch möglich war. Aber die Schweiz oder Frankreich waren zwei Länder, wo das möglich war. Aus demselben Grund ist im Übrigen auch die Polin Marie Curie nach Frankreich gegangen. Die hieß ursprünglich Maria Skłodowska und ging ebenfalls nach Frankreich, wo sie als Frau studieren konnte. Dort lernte sie nach dem Studium auch einen Kollegen namens Pierre Curie kennen und den Rest der Geschichte kennen wir dann. Also ja, Rosa Luxemburg hätte durchaus das Potenzial gehabt, eine feministische Kämpferin oder zumindest irgendeine Art Freiheitskämpferin zu sein. Ob jetzt für Polen oder für Liberalismus, Demokratie. Aber wir haben es ja schon gesehen.
Sie verschrieb sich dem Kapital von Karl Marx. I don't want to live on this planet anymore. Das ist zwar jetzt nicht unbedingt ein Beinbruch, weil auch die Sozialdemokraten dieser Zeit noch sehr viel von Marx hatten, zumindest im Vokabular, auch wenn ihre Realpolitik dann doch pragmatischer geprägt war. Aber, naja, wir werden ja gleich noch sehen, welche Richtung das bei Rosa Luxemburg ging. Sie studiert Jura und Staatswissenschaften. Ihr Standardwerk ist Das Kapital von Karl Marx. Dort glaubt sie, die theoretischen Werkzeuge zu finden, mit denen sie die Welt verändern kann. Die Theoretikerin und Philosophin spricht fließend Russisch, Polnisch, Deutsch, Jiddisch und Französisch. Sie lebt in einer Beziehung mit einem litauischen Revolutionär. Doch Ende der 1890er Jahre geht sie eine Scheinehe mit dem deutschen Sozialdemokraten Gustav Lübeck ein und lässt sich in Berlin nieder. Sie glaubt, dass die Revolution im Deutschen Reich beginnen wird. Falls sich jemand fragt, wie sie auf den Gedanken gekommen ist, dass die kommunistische Revolution in Deutschland beginnen würde, das liegt daran, dass die deutschen Sozialdemokraten fortschrittlicher waren als die Sozialdemokraten in anderen Ländern. Die Sozialdemokraten, sobald die Bismarckschen Antisozialistengesetze außer Kraft waren, hatten viel Zustrom. Als Sozialdemokrat in Deutschland konnte man zur Jahrhundertwende am erfolgreichsten sein. Daraus erklärt sich, warum Rosa Luxemburg die Zukunft ihrer Bewegung dort sah. Sie glaubt, dass die Revolution im Deutschen Reich beginnen wird. Rosa Luxemburg wird schnell Teil des kosmopolitischen Kreises der marxistischen Denker und führender Kopf der Internationale. Jeder weiß, dass er wenigstens für seine Kinder und für seine Enkel an der Befreiung des Volkes mitarbeitet. Sie nähert sich der SPD an, teilt aber nicht alle Ideen der Sozialdemokraten. Rosa hat ihre eigene Vorstellung von der sozialistischen Revolution. Für sie geht alles vom Volk aus. Was habt ihr denn erreicht? Dass die Gewerkschaften entscheiden. Die Massen nicht mehr gefragt werden. Die Massen haben uns die Stimme gegeben. Die Massen haben die Nase voll von eurem Parlamentarismus. Sie stellt sich eine friedliche Revolution vor. Die Befürworter des Aufstandes sind davon nicht überzeugt. Doch Rosa erinnert sich an die Pogrome und will kein Blut vergießen. Sie glaubt, der beste Weg zur Emanzipation des Volkes ist Bildung. Bücher anstelle von Gewehren. Rosa will durch die Revolution auch die Befreiung der Frauen erwirken. Sie fordert Gleichberechtigung, gemeinsam mit der bekannten deutschen Feministin Clara Zetkin. In einer von Männern dominierten Welt kommt das nicht gut an. Halt, stopp! An der Stelle muss ich auch noch einhaken. Ja, Rosa Luxemburg war gegen Krieg und Gewalt, solange es halt irgendwie mit dem Kaiser zusammenhing. Aber sie wollte die Revolution und sie meinte damit keine friedliche Revolution, so wie Gandhi und Martin Luther King später. Oder ironischerweise, so wie die friedlichen Revolutionen dann später in der DDR, wobei sich auch viele DDR-Bürgerrechtler auf Rosa Luxemburg berufen haben, weil auch die Rosa Luxemburg nicht so richtig verstanden haben. Rosa Luxemburg war keine Pazifistin, das muss man dazu sagen. Auch wenn sie natürlich gegen den Krieg war, denn den kommenden Krieg sah sie schon voraus und da war sie nicht allein. Die Sozialdemokraten in Deutschland haben die ganze Zeit den Kaiser für seine leichtsinnige Politik und seine Provokationen, vor allem gegenüber Frankreich, kritisiert. Denn Kaiser Wilhelm II. Träumte von einem Kolonialreich, das dem der Briten und Franzosen ebenbürtig war und hat immer wieder provoziert, indem er zum Beispiel versucht hat, den Franzosen Gebiete in Afrika streitig zu machen. Er hat am Ende dann doch lieber immer wieder einen Rückzieher gemacht zum Unmut anderer, weiter rechts stehender Nationalisten in Deutschland, weil Kaiser Wilhelm II. Wollte keinen kontinentalen Krieg deswegen auslösen. Er hatte gehofft, dass er auf friedlichere Wege diese Gebiete kommen könnte, aber es konnte sich abschminken. Leider hat Kaiser Wilhelm II. Dafür gesorgt, dass sich auf diese Art und Weise immer mehr Staaten von Deutschland abwandten und von Deutschlands Verhalten abgeschreckt war. Am Ende blieb Deutschland nur noch ein einziger Freund und Verbündeter, Österreich. Und damit ging das ganze Elend los. In einer von Männern dominierten Welt kommt das nicht gut an. Rosa spricht sich auch gegen jede Form von Nationalismus aus. Die Revolution ist für sie nur global denkbar. Sie wird zu einer der wichtigsten Figuren der europäischen Linken. Doch sie trifft auf Sozialisten, die den Patriotismus für eigene Machtbestrebungen ausnutzen wollen. Unsinn! Bürgertum und Adel sind entsetzt. Rosa Luxemburg verkörpert alles, was die Konservativen damals hassen. Eine Frau mit akademischem Abschluss, intelligent und noch dazu Ausländerin. Kurz, sie macht sich schnell viele Feinde. Vielleicht war es nicht das alleine. Es ist richtig, natürlich gab es antisemitische Anfeindungen gegen sie und natürlich auch frauenfeindliche. Aber vielleicht hat sie halt auch viele Parteigenossen dadurch verstört, dass sie so radikal war. Es gab in der SPD damals einen marxistischen radikalen Flügel und es gab einen Realo-Flügel, genauso wie es bei heutigen Parteien auch noch der Fall ist.
Und dieser Realo-Flügel, nennen wir es mal so, auch wenn es den Begriff damals noch gar nicht gab, dieser Flügel konnte sich ja durchaus mit einem Kaiser oder irgendeinem Monarchen an der Spitze des Staates abfinden, solange Reformen gemacht werden, die Deutschland nach und nach demokratisieren sollten, konnte man die aktuelle Staatsform und Regierungsform akzeptieren. Leute wie Friedrich Ebert glaubt nicht an Revolution, sondern an Reformen. Also nein, Rosa Luxemburg ist nicht nur aus antisemitischen oder antifeministischen Gründen angefeindet worden, sondern viele mochten ihren marxistischen Kurs halt auch nicht. Eine Frau mit akademischem Abschluss, intelligent und noch dazu Ausländerin. Kurz, sie macht sich schnell viele Feinde. Zu ihnen gehört auch Friedrich Ebert. Er verkörpert eine ganz andere Strömung des Sozialismus, eine gemäßigte. Ebert kommt aus einer einfachen Heidelberger Familie. Er muss schon sehr jung arbeiten, ein Studium ist für ihn nicht möglich. Er beginnt in einer Werkstatt, später erlernt er das Handwerk des Sattlers und entdeckt die Arbeit der Gewerkschaften. Er engagiert sich dort und fordert, wie Rosa Luxemburg, mehr soziale Gerechtigkeit. Friedrich Ebert ist pragmatisch und kann geschickt verhandeln. Er tritt in die SPD ein. Dort steigt er nach und nach auf und wird schließlich 1913 Vorsitzender. Ebert ist Reformist und will, im Gegensatz zu Rosa Luxemburg, keine Revolution. Ich fürchte, die Massen fordern von mir als dem Parteivorsitzenden die Erfüllung unseres Parteiprogramms. Trotzdem kämpfen Ebert und Luxemburg in den Gremien der gleichen Partei und nehmen an den gleichen Demonstrationen gegen den gemeinsamen Feind teil, das Kaiserreich und den Kaiser. Doch dann beginnt der Erste Weltkrieg. Juli 1914. Fast ganz Europa, darunter auch Deutschland, ist in einen nie dagewesenen Konflikt verwickelt. Am 3. August erklärt Berlin Paris den Krieg. Die Sozialdemokraten sind bislang pazifistisch gewesen. Nun müssen sie sich für eine Seite entscheiden, für oder gegen den Krieg. Rosa Luxemburg ist strikt gegen den Krieg. Er verstößt ihrer Meinung nach gegen die Interessen der Arbeiterklasse. Sie kritisiert öffentlich die Armee und kommt vor Gericht. Konnte ich offenbar kein anderes wirksames Mittel im Auge haben, als die Aufforderung an die Soldaten, wenn euch befohlen wird zu schießen, schießt nicht. Sie wird zu 12 Monaten Gefängnis verurteilt. Friedrich Ebert entscheidet sich für die Burgfriedenpolitik. Er stellt sich hinter den Kaiser und stimmt für die Kriegskredite. Fast alle sozialistischen Abgeordneten folgen ihm. Hier wird so subtil angedeutet, so Ebert, der Feigling, der Opportunist, der versteckt sich hier hinter dem Kaiser. Und dann auch noch dieses komische Lachen, das die da eingespielt haben, während er sich hier auf dem Bild versteckt. Ebert entscheidet sich für die Burgfriedenpolitik. Er stellt sich hinter den Kaiser und stimmt für die Kriegskredite. Hey, liebe Leute von Arte, es war halt damals nicht so einfach, dass es nur einen Verursacher des Krieges gab, sondern in einer Kettenreaktion, in einem Dominoeffekt haben sich die verschiedenen Großmächte Europas alle gegenseitig Ende Juli, Anfang August 1914 den Krieg erklärt. Und ja, Kaiser Wilhelm hat maßgebend dazu beigetragen, einmal indem er ihm dafür gesorgt hat, versehentlich, dass er am Ende nur noch einen einzigen Bündnispartner hatte, und dass er dann halt diesem einen Freund, den er noch hatte, bedingungslose Loyalität zugesichert hat. Nur Frankreich, das sollte vielleicht Arte auch wissen, hat genau den gleichen Fehler gemacht. Die haben nämlich den Russen dieselbe bedingungslose Solidarität zugesichert. Und auf diese Art und Weise kam es, wie es kommen musste. Wilhelm II. Hat sogar kurz vor Kriegsausbruch noch versucht, seinen österreichischen Kollegen zu beschwichtigen und ihn zu mahnen, doch die Bedingungen oder die Antwort auf seine Bedingungen an die Serben zu akzeptieren. Aber der österreichische Kaiser hat sich sicher genug gefühlt, da er Deutschland hinter sich hatte, dass er dann auch Krieg gegen Russland führen kann. Und so kam es, wie es kommen musste. Es ist nicht so, dass Kaiser Wilhelm II. Nicht bereit gewesen wäre, Krieg zu führen, aber halt gegen die Serben, zusammen mit Österreich. Aber Kaiser Wilhelm II. Wollte auch keinen Kontinentalkrieg mit Russland und Frankreich und noch Großbritannien dazu heraufbeschwören. Am Ende hat er sich aber doch entschieden, Österreich, wie er es versprochen hat, die Treue zu halten, und es kam, wie es kommen musste. Und der Grund, warum Friedrich Ebert und der Großteil der SPD für die Gewährung der Kriegskredite gestimmt haben, ist die von euch bereits angesprochene Politik des Kaisers, die man Burgfriedenspolitik hier nennen kann. Kaiser Wilhelm II. Hat die ganze Zeit gegen die bösen Sozialdemokraten gewettert, hat erklärt, Sozialdemokraten, das sind keine wahren Deutschen, die sind es nicht wert, als Deutsche zu gelten, eine Schande für die Patrioten. Und jetzt plötzlich kommt die Stunde, wo sich alle Staaten gegenseitig den Krieg erklärt haben. Und die Sozialdemokraten sahen sich in der Zwickmühle. Sie haben die ganze Zeit den Kaiser für seine Politik kritisiert gehabt. Sie haben das Unglück kommen sehen. Aber jetzt war halt die Situation da, dass es den einen Schuldigen gar nicht gab. Und jeder glaubte, sich in der Verteidigungsrolle wiederzufinden. Jeder Staat glaubte, wir müssen uns nur verteidigen.
Und die SPD hat aus diesen beiden Gründen, weil sie gemeint haben, ja, aber irgendwie müssen wir uns auch verteidigen. Und außerdem, wir wollen zeigen, dass wir auch Patrioten sein können. Wir wollen zeigen, dass Deutschland auch uns wichtig ist. Aus diesen Gründen hat die SPD dann die ausgestreckte Hand des Kaisers akzeptiert. Die war natürlich nur taktisch ausgestreckt. Kaiser Wilhelm II. Hat erklärt, ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Und darauf ist halt dann auch Friedrich Ebert eingegangen. Ich gebe zwar Rosa Luxemburg mit ihrer Ablehnung recht, weil letztlich hätte Kaiser Wilhelm die Möglichkeit gehabt, in letzter Sekunde den Krieg noch zu verhindern. Er hätte einfach sein Ja für Österreich, für die Unterstützung Österreichs zurückziehen können. Das wäre zwar gegen die Zusicherung vorher gewesen, aber auf diese Art und Weise hätte der Krieg vermieden werden können. Er hat das nur leider nicht getan. Das war aber eher Naivität als Absicht. Man kann aber, weil es halt nicht nur den einen Schuldigen 1914 gab, Verständnis dafür haben, dass halt auch die Sozialdemokraten zeigen wollten, hey, natürlich verteidigen wir, wenn es sein muss, unser Land. Das ist unser Land und dann stehen wir, wenn es sein muss, auch an der Seite des Kaisers. Egal wie scheiße wir den vorher fanden. Machen wir weiter. Friedrich Ebert entscheidet sich für die Burgfriedenpolitik. Er stellt sich hinter den Kaiser und stimmt für die Kriegskredite. Fast alle sozialistischen Abgeordneten folgen ihm. Wir werden Ihnen schon zeigen, dass auch Sozialisten für das Vaterland sterben müssen. Für Rosa verrät Friedrich das sozialistische Ideal. Er nimmt dies zum Anlass, sie aus der SPD auszuschließen. Einen Teil des Krieges verbringt Rosa im Gefängnis. Mit Unterstützung anderer Aktivisten verfolgt sie die Entwicklung der militärischen Lage. Die Grausamkeiten in den Schützengräben schockieren sie. Rosa reagiert und gründet von ihrer Zelle aus den Spartakusbund. Der Name ist eine Hommage an den römischen Sklaven Spartacus. Unterstützt wird sie dabei von abtrünnigen Sozialisten, darunter der Intellektuelle Karl Liebknecht. Sie hoffen, dass die vom Krieg erschütterten Soldaten in ganz Europa Meutereien anzetteln werden. Ihr Ziel? Das Ende des Krieges und der Beginn der sozialen Revolution. Die Bolschewiken kommen ihnen zuvor. Sie ergreifen in Russland im Oktober 1917 die Macht, ziehen sich sofort aus dem Konflikt zurück. Rosa scheint recht zu behalten. Die junge Frau, die einen regen Briefwechsel mit Lenin unterhält, glaubt an das Fortschreiten der Weltrevolution. Faszinierend. Und das sollte euch jetzt eigentlich zu denken geben. Ihr habt jetzt die ganze Zeit, man hört die ganze Zeit mehr oder minder unterschwellig eure Sympathie für Rosa Luxemburg raus. Dass die so ein Fan von Lenin war, auch wenn sie ihn am Ende doch in einigen Punkten ablehnte. Ich werde das noch konkretisieren nachher. Das sollte euch doch zu denken geben, dass ihr gerade hier aufs falsche Pferd bei eurer Verteidigung setzt. Dass die eben nicht so die liebe, friedensliebende Kämpferin für die Freiheit ist. Und ja, es kam sogar dazu, dass es in mehreren Ländern am Ende zu Revolten und Revolutionen wegen des Krieges kam. Unter anderem auch in Deutschland im November 1918. Aber nicht jeder von denen wollte Sozialisten an der Spitze des Staates haben. Glaubt an das Fortschreiten der Weltrevolution. Herbst 1918. Die Alliierten starten ihre Offensive. Angesichts der hoffnungslosen Lage kommt es zu Revolten von Matrosen und Soldaten und infolge der Novemberrevolution zur Abdankung des Kaisers und zur Ausrufung der Republik. Politische Gefangene werden freigelassen, darunter eine Frau, die den Kampf weiterführen will, Rosa Luxemburg. Nach der Katastrophe des Ersten Weltkriegs ist es für sie an der Zeit, die Gesellschaft zu ändern. In der aufgeheizten Atmosphäre entstehen immer mehr Arbeiter- und Soldatenräte, nach dem russischen Modell von 1917. Sie fordern eine echte Teilung der Macht und des Reichtums. Wird das Volk das bürgerliche Eigentum abschaffen? Die 47-jährige Rosa Luxemburg glaubt daran. Ich brauchte meine Kräfte zum Überleben. Und für diesen Augenblick veranlassen Sie, dass ich zu meinem Recht komme. Und mein Recht heißt Freiheit! Die Aktivistin tut überall ihre Vision kund und verspricht den Arbeiterinnen und Arbeitern eine bessere Zukunft. In der Spartakus-Zeitung Die Rote Fahne ergeht sie sich in hetzerischen Anklagen gegen die Reformisten in der SPD und deren Anführer Friedrich Ebert. Sie glaubt, dass nur eine authentische Demokratie, die aus dem Volk hervorgeht und von dessen Vertretern regiert wird, die soziale Revolution zum Sieg führen kann. Unter den Spartakisten wollen viele zu den Waffen greifen. Friedrich Ebert, der noch immer die Gemäßigten in der SPD anführt, sieht das natürlich anders. Am 9. November 1918 wird Friedrich Ebert zum Reichskanzler ernannt. Die haben Menschen Größeres geleistet! Auf euch vor allem ruht die Hoffnung der deutschen Freiheit! Ihr seid die stärksten Träger der deutschen Zukunft! Ermöglicht hat ihm dies ein Geheimabkommen mit den Konservativen und dem Militär. Was redet ihr da? Nein, Friedrich Ebert ist nicht aufgrund irgendeines ominösen Geheimabkommens mit dem Militär und den Konservativen an die Spitze des Staates gekommen,
sondern er war vorher der Vizekanzler der letzten Reichsregierung des Kaiserreichs. Die letzte Reichsregierung des Kaiserreichs, die sowieso nur 5 Wochen im Amt war. Das war halt der Notfallplan, den sich die oberste Heeresleitung ausgedacht hat. Kanzler Prinz Max von Baden, der letzte Kanzler des Kaiserreichs, ist am 9. November zurückgetreten. Er hat sein Amt hingeschmissen. Dadurch rückte sein Vize nach. Prinz Max von Baden hat ausdrücklich gesagt, ich lege Ihnen das Deutsche Reich ans Herz. Er hat ausdrücklich gewollt, dass er sein Nachfolger wird. Gleichzeitig hat Max von Baden als seine letzte Amtshandlung noch die Abdankung des Kaisers erklärt, eigenmächtig, ohne ihn gefragt zu haben. Aber der Kaiser hatte sowieso keine Wahl mehr. Wo ist hier jetzt ein Geheimabkommen, durch das Friedrich Ebert an die Spitze des Staates gekommen wäre? Und ja, natürlich hat er sich dann mit den konservativen Kräften, auch mit den antirepublikanischen Kräften im Militär verbündet, weil das die einzigen waren, die in diesem Moment für Ordnung hätten sorgen können. Die Polizisten und das Militär. Auch wenn es nicht schön ist, dass so viele antirepublikanische Kräfte auch beim Militär waren. Er verpflichtet sich, die Ordnung in Berlin wiederherzustellen, notfalls mit Gewalt. Weit entfernt von seinen sozialistischen Idealen. Doch zunächst muss er den Ersten Weltkrieg beenden. Er erreicht am 11. November einen Waffenstillstand mit den Alliierten, unterzeichnet in einem Zugwaggon im französischen Rotonde. Für das deutsche militärische Oberkommando erweist sich Ebert als sehr nützlich, da keiner dort die Verantwortung für die Niederlage übernehmen will. Wenn nun schon alles zusammenbricht, dann darf sich unsere Partei nicht den Vorwurf aussetzen, in dieser dunklen Stunde unsere Mitwirkung versagt zu haben. Für die Konservativen hat der SPD-Chef noch einen weiteren Vorteil. Nur er kann die beginnende Revolution aufhalten. Sie lassen ihn also eine parlamentarische und bürgerliche Republik errichten, die spätere Weimarer Republik. Rosa Luxemburg ist empört und fordert Eberts Rücktritt. Karl Liebknecht, ein weiterer Anführer der Spartakisten, sieht nur im bewaffneten Aufstand eine Lösung und hofft auf die Unterstützung der Soldaten in den Revolutionsräten. Rosa Luxemburg bittet ihn zu warten. Die Spartakisten seien nicht ausreichend vorbereitet. Ja, und damit sind wir beim Thema. Das war ein bewaffneter Aufstand. Ein bewaffneter Aufstand gegen die legitime Regierung und gegen eine Regierung, die versucht, mit Wahlen eine Republik zu gründen. Mit den allerersten Wahlen, übrigens auch Wahlen, bei denen zum allerersten Mal Frauen teilnehmen durften, dienten dazu, die Nationalversammlung von Weimar zu wählen. Und genau diese Versammlung wollte der Spartakusaufstand verhindern. Rosa Luxemburg ist keine Demokratin. Rosa Luxemburgs Verständnis von Liberalismus und Freiheit ist ein innersozialistischer Pluralismus. Und hier sind wir dann bei dem Punkt, der bei ihr immer missverstanden wird, beziehungsweise wo sie einfach unehrlich in ihrer Ausdrucksweise ist. Es gibt ja dieses eine berühmte Zitat zum Thema Freiheit von ihr. Dieses Zitat klingt sehr demokratisch, aber im Kontext, in dem es steht, zeigt sich, dass es nicht so demokratisch ist, wie es klingt. Dieser Satz lautet: Freiheit! Nur für die Anhänger der Regierung, nur für Mitglieder einer Partei und mögen diese noch so zahlreich sein, ist keine Freiheit. Freiheit ist immer nur die Freiheit der Andersdenkenden. Dieser Satz wurde auch in der Bürgerrechtsbewegung der DDR gebraucht, um gegen die SED zu demonstrieren. Deswegen bitte ich jetzt jeden, der dieses Video hier hört, dass er deswegen jetzt keine voreiligen Schlüsse zieht, sobald jemand anfängt, von Rosa Luxemburg zu schwärmen. Es gibt einfach dieses Missverständnis. Gerade dieses Zitat wird falsch verstanden. Rosa Luxemburg war hier nicht für Demokratie. Zumindest dann nicht, wenn man sich dieses nach Liberalismus klingende Zitat im Kontext mit ihren Positionen, mit ihren sonstigen Positionen und Sympathien anguckt. Sondern diese Freiheit, die sie forderte, galt nur innerhalb des Sozialismus. Sie wäre dafür gewesen, dass es mehrere sozialistische Parteien gibt, dass es mehrere linke Gruppierungen geben darf, wo es auch einen gewissen Wettbewerb dazwischen geben darf. Aber dass auch der Klassenfeind hier Rechte hätte oder gleichberechtigt wäre, das fiel ihr im Traum nicht ein. Das war auch der Punkt, wo sie dann mit Lenin aneinander geriet, weil Lenin ließ noch nicht einmal so viel Freiheit zu, dass es einen innersozialistischen Pluralismus gegeben hätte. Deswegen war Rosa Luxemburg eine Kritikerin Lenins. Aber sie hatte kein Problem damit, dass Lenin in der Revolution die Mitglieder der verfassungsgebenden Versammlung auseinanderjagen ließ. Sie hatte kein Problem damit, dass der letzte russische Zar im Juli 1918 in Jekaterinburg bereits im Exil sich befindend ermordet wurde. Sie war keineswegs gegen die russische Revolution selbst. Sie hatte erst dann ein Problem mit Lenin, als er begann, Jagd auf eigene parteiinterne Kritiker zu machen.
Und das zeigt, dass dieses Zitat, so schön es auch klingt und so gerne es benutzt wird, nichts mit einem demokratischen Freiheitsverständnis zu tun hat. Also Rosa Luxemburgs wahre Ziele werden hier missverstanden. Dieses Zitat kann man ja durchaus auch für demokratisch formulierte Forderungen verwenden. Es ist halt nur nicht das, was Rosa Luxemburg wollte. Entweder wollte sie hier bewusst irreführen oder sie verstand den Sozialismus tatsächlich als eine Demokratie. Ehrlich ist dieses Bekenntnis zur Freiheit allerdings definitiv nicht. Also bitte sollte man Rosa Luxemburg hier nicht verklären. Die meisten tun es, weil sie dieses Zitat nur sehen, aber nicht wissen, was Rosa Luxemburg sonst noch so vertrat. Kann ich verstehen, aber von einem Bildungssender wie Arte hätte ich eigentlich erwartet, dass sie das sagen oder dass sie das wissen. Dieses Video ist fast ein einziges Loblied auf Rosa Luxemburg. Und Friedrich Ebert wird hier als ein Opportunist ohne Rückgrat dargestellt. Friedrich Ebert hatte einfach riesige Angst, dass die Revolution in Deutschland zu einer Lenin'schen Revolution werden würde. Und zu dieser Sorge haben ja Leute wie Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg beigetragen. Wenn man als Spartakusbund zum bewaffneten Aufstand bläst, selbst wenn Rosa Luxemburg bereit gewesen wäre, die Situation erst einmal abzuwarten, bis es zur Nationalversammlung kommt, dann ist es kein Wunder, dass die Staatsmacht zurückschlagen muss. Und ja, es gab die seltsame Situation dann, dass ausgerechnet rechte Republikfeinde den Sozialdemokraten dabei helfen wollten, den Spartakus-Aufstand niederzuschlagen. So nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das Problem ist halt, um den Aufstand der Leninisten niederzuschlagen, brauchte die Regierung Ebert eben halt Militär und Teile des Militärs, die sich in rechtsextremen Freikorps organisierten, die waren selber republik- und verfassungsfeindlich, also eine Verfassung gab es ja noch nicht, aber die waren selber republikfeindlich eingestellt. Aber es blieb ihnen, beziehungsweise Friedrich Eberts Reichswehrbeauftragten Gustav Noske, ebenfalls SPD, nichts anderes übrig, als deren Hilfe in Anspruch zu nehmen und den Aufstand der Spartakisten niederzuschlagen. Das führte halt dann zu hässlichen Szenen, dass diese Leute niedergemäht haben, die gar nicht mal zum Spartakusbund gehört haben. Die haben dann einfach Jagd auf jeden gemacht, den sie als Kommunisten betrachteten. Deswegen ist diese Niederschlagung des Spartakusaufstands dann auch aus dem Ruder gelaufen. Und dennoch, diejenigen, die wirklich sich am Spartakusaufstand beteiligt haben, sind nicht unschuldig daran. Doch die Berliner Arbeiter sind schneller. Am 5. Januar 1919 beginnen sie, in Berlin Barrikaden zu errichten. Karl Liebknecht ruft zu einem Generalstreik auf. Am 7. Januar 1919 gehen 500.000 Berliner mit der extremen Linken auf die Straße. Die Staatsmacht reagiert mit großer Härte. Ebert hat bereits Truppen in der Hauptstadt stationiert, darunter auch rechtsradikale Milizen. Sie werden Freikorps genannt und sind gnadenlos. Vom 8. bis 12. Januar herrscht in Berlin das Grauen. Die Revolution wird brutal niedergeschlagen. Es gibt hunderte Tote. Am 15. Januar wird Rosa Luxemburg von Militärs festgenommen und zum Verhör abgeführt. Doch es ist ein Hinterhalt. Die Behörden haben beschlossen, sie loszuwerden. Sie wird ohnmächtig geschlagen, in ein Auto gezerrt und mit einem Kopfschuss getötet. Ihre Leiche wird in einen Kanal geworfen. Am selben Tag ereilt Karl Liebknecht das gleiche Schicksal. Es ist das Ende der Spartakisten. Die Ermordung von Rosa Luxemburg sorgt in Deutschland und im Ausland für Aufruhr. Es ist ein Staatsverbrechen. Doch die Behörden tun alles, um den Fall zu vertuschen. War Ebert in den Mord verwickelt? Das werden wir vielleicht nie erfahren. You know, it's amazing. You are 100% wrong. I mean, nothing you've said has been right. Hallo. Moment. Wer hat hier den Aufstand geprobt, auch wenn Rosa Luxemburg eigentlich Karl Liebknecht zur Mäßigung gemahnt hatte? Aber auch sie stand an der Spitze des Spartakusbundes. Sie ist nicht unschuldig gewesen daran. Ich widerspreche allerdings nicht darin, dass die Tötung von Luxemburg und Liebknecht Mord war. Denn es gab nie einen offiziellen Erschießungsbefehl oder irgendein Gerichtsurteil, das die beiden zum Tode verurteilt hätte. Die Soldaten handelten hier in dieser Nacht auf eigene Faust. Es war so, dass in dieser Nacht, in der Luxemburg und Liebknecht verhaftet worden sind, der Leiter des örtlichen Freikorps, Hauptmann Waldemar von Pabst, ebenfalls ein rechter Republikfeind, den Reichswehrbeauftragten Gustav Noske von der SPD angerufen hat und ihm gesagt hat, wir haben hier Luxemburg und Liebknecht, geben Sie uns bitte den Erschießungsbefehl. Und das hat Gustav Noske nicht gemacht. Allerdings hat Noske dann fast schon den Pilatus gemacht und einfach gesagt, macht was ihr wollt. Ich bin raus, ist eure Sache. Daraufhin hat dann Hauptmann von Pabst einfach beschlossen, dass man Luxemburg und Liebknecht liquidiert.
Allerdings so, dass es aussieht wie ein Unfall oder besser gesagt so, dass es so ausschaut, als wäre das irgendwelche unbeteiligte Dritte gewesen, die sie getötet hätten. Karl Liebknecht wurde auf dem Weg zum Gefängnis angeblich von irgendwelchen unbeteiligten Dritten erschossen. In Wahrheit haben ihn natürlich die Soldaten erschossen. Und Rosa Luxemburg, wir haben sie ja gerade gesehen, die wurde erst niedergeschlagen, dann erschossen und dann in den Kanal, in den Landwehrkanal Berlin geworfen, wo man sie ein paar Monate später dann rausfischte. Weil es weder ein Todesurteil noch einen Erschießungsbefehl gab, handelten die Soldaten in diesem Fall gesetzeswidrig. Das ist vollkommen richtig. Trotzdem kann man hier Rosa Luxemburg hier nicht so als den Unschuldsengel darstellen. Immerhin hat sie sich an einer pro-leninistischen Gruppierung beteiligt, die den Aufstand geprobt hat. Ich sehe also hier nicht ein, Rosa Luxemburg hier so märtyrerhaft darzustellen. Schärft er die Unterdrückung der Volksbewegungen. 1919 wird er von der Nationalversammlung zum Reichspräsidenten ernannt und erstickt jeden Versuch eines kommunistischen Aufstandes. Natürlich! Ja, natürlich, hoffentlich hat er kommunistische Aufstände niedergeschlagen. Das muss man von einem demokratischen Politiker erwarten. Ebert hatte allerdings das Problem, dass er dafür eben halt die Hilfe von Leuten gebrauchte, die ebenfalls Republikfeinde waren. Und das führte dazu, dass es dann schwieriger war, Putschs von rechts niederzuschlagen. 1919 wird er von der Nationalversammlung zum Reichspräsidenten ernannt und erstickt jeden Versuch eines kommunistischen Aufstandes. Bei der Unterdrückung rechtsextremer Bewegungen ist er Moderator. Etwa beim Putsch von München 1923, angeführt vom Ultranationalisten Adolf Hitler. This is all wrong. Dieses Scheiße-Gelaber. Na, Moment. Also mit dem Hitlerputsch, mit der Niederschlagung des Hitlerputschs hat der überhaupt nichts zu tun gehabt. Der Hitlerputsch ist von der Münchner Polizei, also von der bayerischen Landespolizei niedergeschlagen worden. Und dass Hitler so milde verurteilt wurde, es lag daran, dass der Richter mit Hitler und seiner Bewegung sympathisierte. Damit hat aber Friedrich Ebert nichts zu tun gehabt. Denn Friedrich Ebert war der Reichspräsident und nicht der Richter. Es gibt sowas wie, das nennt man Gewaltenteilung. Und dass Friedrich Ebert bei der Niederschlagung von rechten Putschs Moderator gewesen sein soll, das halte ich auch für ein Gerücht. Er konnte sich bei rechten Putschs nur weniger gut auf die Hilfe des Militärs verlassen. Das hat sich dann ein Jahr später nach Spartakus gezeigt, denn schon im Frühjahr 1920 kam es zum rechten Militärputsch. Da waren auch teilweise Leute dabei, die gerade eben noch geholfen haben, den Spartakusbund niederzuschlagen. Auch dieser Waldemar Papst war da dabei. Und bei diesem rechten Militärputsch musste sogar die Regierung und Friedrich Ebert vorübergehend Berlin verlassen. Die mussten fliehen, weil sich das Militär geweigert hat, den Putsch ihrer Kameraden niederzuschlagen. Begründung: Truppe schießt nicht auf Truppe. Dieser Militärputsch scheiterte allerdings dann auch schon nach kläglichen 5 Tagen an einem Generalstreik der Gewerkschaften und an der Verweigerung der Behörden, mit dieser Putschregierung zusammenzuarbeiten. Also das finde ich zum grünen Abschluss noch ein starkes Stück hier, Friedrich Ebert zu unterstellen. Er war Moderator gegenüber den Rechtsextremen, weil Hitler ist ja nur milde bestraft worden. Mit Hitlers Verurteilung hatte Friedrich Ebert gar nichts zu tun. Das war, wie gesagt, Sache der Justiz. Und die Niederschlagung des Putsches in München, die war von Berlin aus nicht mehr notwendig. Ebert hat in dieser Nacht sogar in einer Notfallsitzung zusammen mit Stresemann beschlossen, Truppen nach München zu schicken. Es war aber dann nicht mehr nötig, weil das hat schon die Polizei in Bayern getan. Auch wenn Adolf Hitler dann im Anschluss nur sehr, sehr milde bestraft wurde, weil die Justiz leider mit ihm sympathisierte. Und es war generell ein strukturelles Problem der Weimarer Republik, dass sie die Feinde und vor allem die rechten Republikfeinde in ihren eigenen Reihen hatten. Auch beim Militär. Deswegen war es schwieriger, Putschs von rechts niederzuschlagen als von links. Aber das könnte man vielleicht, wenn man ein Fernsehsender ist und ein Rechercheteam besitzt, vielleicht dazu sagen. Du meine Güte, das war jetzt ein einziges Werbevideo für Rosa Luxemburg und kaum ein kritisches Wort zu den Inhalten, die die vertrat. Friedrich Ebert stirbt 1925 an einer Bauchfellentzündung. Von den Konservativen verleumdet und der revolutionären Linken gehasst, konnte er die Weimarer Republik nicht populär machen.
Ein Jahrhundert später bleibt die Legende. Friedrich Ebert, ein Verräter? Er wird für den Tod von Rosa Luxemburg verantwortlich gemacht. Aber auch für die Niederlage von 1918 und den demütigenden Versailler Vertrag von 1919. Viele Historiker halten ihm zugute, er habe den Ausbruch eines Bürgerkrieges verhindert. Doch Kommunisten und Reformisten bleiben nach diesem Blutbad unversöhnlich. Ihr gegenseitiger Hass begünstigt den Aufstieg der Nazis und deren Machtübernahme 1933 mit Unterstützung der konservativen Rechten. Alter, Alter, das darf ja wohl nicht wahr sein. Hey, die Kommunisten, die KPD wollte ab Mitte der 20er Jahre den Stalinismus, die waren Stalin-Fans ab Mitte der 20er Jahre. Natürlich wollte die SPD mit denen nicht zusammenarbeiten. Was erwartet ihr? Also die Redaktion, die das sich ausgedacht hat oder die den Beitrag hier erstellt haben, das scheinen mir wirklich Sozialisten zu sein. Anders kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser Sender hier sowas produziert. Und ja, Friedrich Ebert konnte die Weimarer Republik nicht populär machen, das hat aber außer ihm auch kein anderer geschafft. Und dass Hitler an die Macht kam, dafür haben noch ganz andere gesorgt. Einmal ist er von einem Drittel der Bevölkerung gewählt worden und dann gab es so nützliche Idioten wie Hindenburg und von Papen, die ihm dann in den Sattel geholfen haben. Ich find's toll, dass Arte hier so das Bild malt, ja, wenn die Kommunisten und die Sozialdemokraten zusammengehalten hätten, dann hätte man Hitler verhindern können. Das war genau dieselbe Begründung, mit der man dann bei Gründung der DDR oder Vorgründung der DDR SPD und KPD zwangsvereinigt hat zur SED. Mit genau dieser Begründung hat die SED dann sich die Geschichte der Weimarer Republik schön geredet. So von wegen, ja, die beiden Arbeiterparteien hätten nur zusammenhalten müssen, dann hätte man Hitler verhindern können. Ja, was hätten wir da bekommen? Stalin? Ihr gegenseitiger Hass begünstigt den Aufstieg der Nazis und deren Machtübernahme 1933 mit Unterstützung der konservativen Rechten. Im Gegensatz zu Friedrich Ebert verkörpert Rosa Luxemburg bis heute den Traum von einer universellen und friedlichen Revolution. Im Gegensatz zu Friedrich Ebert verkörpert Rosa Luxemburg bis heute den Traum von einer universellen und friedlichen Revolution. Vom Volk und für das Volk. Der Spartakusaufstand ist gescheitert. Doch der Traum bleibt bestehen. Ja, weil der Spartakusaufstand ein friedlicher Aufstand war. Die wollten keineswegs zu Waffen greifen und wollten keineswegs... Gott, Alter, hört ihr euch eigentlich selber zu? Ihr habt doch vorhin selber gesagt, dass die Spartakisten zum bewaffneten Aufstand geblasen haben. Und dass Luxemburg, ich sage es noch einmal, dass Luxemburg diesen Kurs nicht einschlagen wollte, heißt nicht, dass sie Pazifistin war. Sie hielt nur den Zeitpunkt und die Gelegenheit für falsch. Du meine Güte, da sitzen ja auch einige Hardcore-Rote bei Arte, oder was? Normalerweise mag ich den Sender. Meistens gefallen mir die Beiträge, aber da haben sie mal echt ins Klo gegriffen. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Anstatt den Mythos um Rosa Luxemburg hier aufzuklären und zu erklären, was sie denn wirklich mit solchen Sätzen wie Freiheit ist immer nur die Freiheit der Andersdenkenden und so weiter gemeint hat, haben sie hier das Bild aufgemacht von der missverstandenen Revoluzerin, die doch nur das Beste wollte. Und der böse Friedrich Ebert hat sie einfach tot gemacht. Es ist leider richtig, dass Friedrich Ebert von der Unterstützung solcher rechtsradikalen Freikorps abhängig war. Nichtsdestotrotz kann man ihm echt nicht vorwerfen, dass seine Versuche, rechte Putschs niederzuschlagen, daran gescheitert wäre, dass er einfach bloß nur mäßig dazu bereit gewesen wäre. Es lag einfach am fehlenden Rückhalt. Zu guter Letzt will ich, da ich ja jetzt Friedrich Ebert sehr stark verteidigen musste, betonen, dass Friedrich Ebert die Demokratie immer wieder auch mit sehr autoritären Mitteln und Gesetzen gerettet hat. Er war Reichspräsident zum undankbarsten Zeitpunkt der Weimarer Republik, nämlich ganz am Anfang. Die ersten 5 Jahre kämpfte diese Republik ständig ums Überleben, weil sie erstens unter den Schulden durch den Krieg litt, zweitens unter der Hyperinflation und den Bürden des Versailler Vertrags. Und last but not least gab es die ganze Zeit Putschversuche von links und von rechts, Aufstände von links und von rechts, Extremisten, die Republik versuchten, von beiden Seiten in die Zange zu nehmen, und es gab auch noch eine Reihe von politischen Morden, auch an Ministern. Und genau zu dieser schlimmen Zeit stand Friedrich Ebert am Steuerrad der Republik. Nicht jede Entscheidung ist ihm gelungen, zweifellos. Ich hab's ja schon gesagt, diese Niederschlagung des Spartakusaufstands führte, eben weil man Freikorps dazu eingesetzt hatte, dazu, dass viel zu viele niedergeschossen wurde. Leute, von denen diese Rechtsextreme einfach meinten, och, der gehört bestimmt auch mit dazu.
Und um mal zwei Notfallgesetze zu nennen, die Friedrich Ebert gemacht hat, die nicht besonders demokratisch waren, die aber nun mal bitter nötig waren gerade in dem Moment, wo er sie gemacht hat. Er hat im Herbst 1923 einmal ein Ermächtigungsgesetz gemacht. Ihr habt richtig gehört, ein Ermächtigungsgesetz. Nur anders als das von Hitler diente sein Ermächtigungsgesetz lediglich dazu, die Gesetzgebung über die Staatsfinanzen allein in die Hände der Regierung zu geben. Also sie vom Parlament in die Regierungshände zu geben. Ein ziemlich autoritärer Schritt. Aber es wurde gemacht, um möglichst schnell die Währungsreform hinzubekommen, mit der die Hyperinflation beendet wurde. Und am Ende war dieses Ermächtigungsgesetz lediglich einen Monat in Kraft. Länger nicht. Die andere sehr autoritäre Maßnahme, die Ebert ergriff, ebenfalls im Herbst 23, war, als es zu einem erneuten Kommunistenaufstand kam, diesmal in Sachsen, dass Friedrich Ebert zusammen mit Gustav Stresemann die sächsische Landesregierung, die mit den Putschisten sympathisierte, entmachten ließ und vorübergehend die Entscheidungsgewalt von der sächsischen Landesregierung in die Hände der Reichsregierung legte. Und zwar so lange, bis der Aufstand, den die sächsische Regierung sich geweigert hat niederzuschlagen, stattdessen von der Reichsregierung niedergeschlagen worden war. Die Weimarer Verfassung erlaubte solche gravierenden Eingriffe, was ihr ja leider am Ende zum Verhängnis wurde. Aber Friedrich Ebert, das kann man sagen, hat seine große Machtkompetenz, die ihm die Weimarer Verfassung verlieh als Reichspräsident, dazu genutzt, die Demokratie zu retten. Ganz anders die Politiker, die Anfang der 30er Jahre regierten. Sie haben sie benutzt, um sie auszuhöhlen und am Ende Hitler preisgegeben. Nun gut, dann hoffe ich, dass ihr heute trotzdem einigen Spaß hattet. Ich wünsche euch was, ein schönes Wochenende. Wenn alle Stricke reißen, kann man sich immer noch aufhängen.